Hallo Leute und herzlich willkommen zum letzten Cup von 100 CCM-Modus. Wir fahren als allererstes natürlich das Donkey Kong Level. Ich weiß aber nicht, wie das genau heißt. Also im Deutschen, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. DK's Jungle Parkway. Und wir spielen mit Wario. Genau mit dieser Stimme hier. Damn, Fettsack. Denn wir wollen die Fetten erstmal loswerden, dass wir halt mit jedem gespielt haben. Zuerst die Fetten natürlich. Nee, also ich will jetzt niemanden beleidigen. So, wir wollen jetzt erstmal mit Mario spielen, weil ich denke, ich habe jetzt Lust mit denen zu fahren, weil wir jetzt schon mal mit Donkey Kong gewöhnt sind, also mit dem Schwergewicht, so gesehen. Und dann fahren wir auch mit noch ein Schwergewicht. Es ist eigentlich verdammt schwer mit denen zu fahren und ich kann durch Mario glitschen. What the fuck? So, komm her, Mario. Also der wird als unsichtbar, glaube ich, angezeigt dann, weil es mal im Geistmodus ist. Bam, so kriegst du einen in die Fresse, Junge. Und wieso habe ich jetzt kein Item bekommen? Völlig egal. Scheißegal, Leute. Es ist völlig egal. Komm, bitte gib mir ein Item. Dips, dips, dips. So. Luigi, was geht ab, Bro? Boah, geil. Ich bekomme als Zweiter einfach mal dieses Item hier. So dumm. Voll dumm. Naja. Ich habe immer noch zwei rote Panzer hinter meinem Hinterrücken. Und noch einen grünen Panzer. Aber der ist jetzt weniger gefährlich als die zwei roten Panzer da. So, Bams. Genau, jetzt mal schön driften, schön driften, schön driften. Und fuck you, bitch. Fucking fuck, fuck. Oh, verdammt. Oh, ich habe noch diese roten Panzer. Das ist sehr gut. Okay. Kommt nur her, Leute. Kommt nur her. Komm her, du Arsch. Man. So, Mario. Jetzt gibt's es mal auf die Fresse. So, habe ich den getroffen? Ja, ne? So, komm, Mario. Nochmal, dass ich ein bisschen Abstand von dir habe. So, genau. Bin ich gemein, ey. Nee, aber das ist cool. Das ist ziemlich cool. Das ist so cool. So. Oh, verpiss dich, Luigi. Du Octopus, Baby. So, oh, geil, oh, Mordi. Jetzt gibt's das auf die Fresse, Kollege. So, Bams. Okay, wir kriegen nur eine Banane. Ist ja auch logisch, als erster so gesehen. Da bekommt man halt keine guten Items. Was willst du auch? Oh, fick dich. Schon wieder ausgerutscht. Man. Hier deine Banane hinlegen. So, jetzt möchte ich nicht ausrutschen. Verdammt. Okay, zum Glück, ey. Zum Glück bin ich der Banane nicht wirklich nahe getreten. Und ich habe es doch gerade noch so geschafft, als diese Items zu kommen. Geilo Mordi. Okay, Bams. In deine Fresse, Bitch. Bitte rede nicht, sonst wird dein Schädel getroffen mit Kokosnuss. Keine Ahnung, was ich da laber, ey. Ich will ja auf, so blöd zu lachen, ey. So unnötiger Lacher. So, jetzt gibt's erstmal auf die Fresse für dich, du Bananenkollege. Ein bisschen Bananenwied für Cranky. Ja, genau. Oh, verpiss dich, verpiss dich. Man, jetzt habe ich Schutz hier erstmal. Oh, geil, immer wenn er. Ach, oh, geil, ey. Ja, wenn ich es brauche, dann kommt es auch. Oh, geil! Wir haben es auch gerade noch so geschafft, Leute. Bams! Geil! Erster bei der ersten Strecke. 3 Minuten hat sie gedauert. Gut. Auf jeden Fall kürzer als das vom Sterncup. Ihr kennt ja diese Strecke, ja. Wario's Arena, die erste Strecke vom Sterncup, die ist ziemlich lang. Das ist die qualvollste diese qualvollste Strecke aller Zeiten. Also ich kann da voll nicht verstehen, wenn ihr im Sterncup wirklich da übersprungen habt, diese Strecke. Gut, es gibt ein paar Leute, die sie mögen, weil sie so lang ist, aber ich mag sie nicht wirklich, weil sie so lang ist. Die ist übertrieben lang, man. Okay, Yoshi-Tal, das ist eine ziemlich coole Strecke. Und zwar erfährt man erst gegen Ende, wer Erster und wer Zweiter und so weiter ist. Also die Platzierung erfährt ihr erst am Schluss dieser Strecke. Und diese Strecke wurde auch auf Mario Kart 8 Reloaded, Leute. Das ist so cool. Also ich feiere diese Strecke vor allem auf der Mario Kart 8, also auf der Wii U. Ich mag diese Strecke. Die ist ziemlich, die hat sehr viel Potenzial. Und ich finde, sie hat es verdient, wirklich in einem guten Spiel auch wirklich dabei zu sein. Vor allem bei Mario Kart 8. Da hat sie es völlig verdient, da reinzukommen. Wie findet ihr es eigentlich? Und wir kriegen, Dings erstmal. Also erstmal den Königspilz. Das, und das als Zweiter, denke ich jetzt mal, dass wir Zweiter sind, weil hier keiner irgendwie ist, außer wir. Und wir sehen uns auch auf der Karte, dass wir als Erster leuchten. Und es ist immer cool, das ist ein Zeichen, dass wir Erster sind. Dips, 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 dips.
Wir sind, glaube ich, auch den schnellsten Weg gegangen. Also ich gehe immer den Weg, wo ich halt immer lang gehe. So, man. Oh, hier. Vor allem hier, das ist auch verdammt schwer in diesem Spiel. Und verdammt, ich bin runtergefallen. Also das ist auch verdammt schwer, Leute. Ihr seht es gerade. Diese Strecke, die ich genommen habe, also diesen Weg, den ich genommen habe, auf jeden Fall, ist die schwierigste. Ist der schwierigste Weg, aber dafür auch der beste. Bei Mario Kart 8 ist es dann verbessert worden. Das heißt, es heißt, dass, was laber ich da, Mann? Es heißt, dass alle Strecken jetzt ungefähr gleich sind, also alle Wege ungefähr gleich sind. Und der erste ist ja verdammt viel, mit verdammt viel Vorsprung vor mir. Ich muss ihn langsam überholen, Mann. Boah, Junge, du bist verdammt schnell, Alter. Ich benutze einen Pilz, du Arsch. Man, it's not cool. Okay. Und er wird ein bisschen langsamer. Ich hoffe, ich überhole den jetzt gleich. Aber der hat verdammt viel Vorsprung. Es ist fast unmöglich, den zu überholen. Man! Im letzten Part sind wir leider Zweiter geworden. Und fick dich, jetzt werde ich sowieso... Also, ich hab verkackt. Sowieso, wie lange das dauert einfach mal. Es dauert 30 Stunden, bis ich da endlich oben bin. Und dann verfick ich, dann komme ich wieder hier runter. In dieser scheiß Ding. Man. It sucks. Es ist Schwänze. Das ist überhaupt nicht cool, Leute. Ach, fick dich. Ich wollte mal eine Abkürzung nehmen, dass ich wenigstens noch Zweiter werde. Aber ich, nein. Ach, man. Arschloch. Jetzt werde ich auch noch... Fick dich! Man! Oh Gott! Beschissene Strecke. Ne, ich mag diese Strecke, aber ich bin so scheiße schlecht in dieser Strecke. Man! Halt deine Fresse! Ich bin Fünfter, toll! Jetzt kann ich sie nochmal fahren, diese beschissene Strecke. In Mario Kart 64 ist sie so scheiße, diese Strecke. So dumm gemacht, so dumm und scheiße. Ja, kann ich noch mal versuchen hier. So behindert. Mist. Es ist Mist, totaler Mist. Boah, jetzt mach endlich, hör auf damit. Hör auf zu zögern, du Scheißspiel. Which one, ja. Halt die Fresse. Boah, so ein Scheiß, dass man das nicht überspringen kann, diese Scheiße. Naja. Ich werde langsam echt aggressiv bei sowas. Vor allem bei sowas. Weil das ist eine chillige Strecke und ich mochte sie eigentlich. Aber was dann für eine Scheiße geboten wird, also dass ich immer runterfliege, weil Wario so fett ist wie Scheiße. Wieso nehme ich denn überhaupt diesen Arschloch? Nein! Ah! Du Fixer! Ich geh gleich in die Fresse, du Schwuchtel. So, wir haben den ersten gleich überholt. Oh, du Wichser! Jetzt gibt es das mal auf die Fresse. So, man. Man! Ich will das Abkürzung benutzen. Na, ich bin für den Arsch. Für den Arsch. Man! Gott! Ah! Diese scheiß Pilze helfen mir nichts, weil die sind genauso schnell wie sie sind wie ich. Du behinderter Hurensohn. Boah, diese Abkürzung ging doch mal an. Aber das geht jetzt anscheinend nicht mehr. Aus welchen Gründen auch immer. Weil er so fett ist wie Scheiße. Fettsack. Aber zum Glück ist der erste nicht so weit entfernt. Oh, man. Ist das eine Scheißstrecke? So, hi, Donkey, Fettsack. Du bist genauso fett. Wario, du lachst erst richtig, du Fettsack. Du bist der richtig fetteste, hässlichste Kerl, den ich kenne. Und trotzdem spiele ich deine Spiele, du Hurensohn. So. Man. Sucks. So, Leute. Der erste ist gleich vor mir. Ich sehe den jetzt gerade leider nicht. Nicht wirklich. Aber ich denke, ich werde ihn bald sehen. Da ist auf jeden Fall, der hat eine Banane gelegt, glaube ich jetzt mal. Ich brauche jetzt auf jeden Fall Blitz oder sowas. Und etwas Schönes. Etwas Schönes, komm schon. Ja, sehr schön. Ich hoffe, das trifft ihn. Es trifft ihn, Leute. Hoffe ich zumindest. Komm, lach, Mario. Ja, der hat gelacht.
Das heißt, wir haben ihn getroffen. Wer ist denn erster? Yo, man, wer ist erster? Boah, hier passe ich lieber auf. Wieso fahre ich überhaupt diese... Nein! Nein! Oh nein! Komm jetzt, geh nach oben, du Hurensohn! Oh, komm schon, ey. Jetzt brauche ich ein gutes Item, bitte. Bitte, 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 bitte. Yes. Sehr gut. Piss dich, du Arsch. So, wer ist jetzt erster? Welcher Hure? Welche Hure? Ich bin auf jeden Fall zweiter, Leute. Das passt eigentlich. Ich möchte erster werden. Dipse, dips, 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 dips. Okay, der ist schon erster, Leute. Ja, 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 ja. Dass ich sicher erster werde, Leute. Dems, 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 dems. Dems! Zweiter! Yoshi, natürlich Yoshi ist bei seiner eigenen Strecke erster. Ist ja natürlich klar. Ist ein Arschloch. So. Dann haben wir leider nur 6 Punkte ergattert, aber wir sind immer noch, glaube ich, erster. Hoffe ich zumindest. Ich weiß es jetzt nicht. 6. Ja, wir sind erster, Leute. Weil Yoshi hat jetzt nur 9 Punkte. Ist somit zweiter. Wir haben viel Abstand, Leute. Wir haben 6 Punkte Abstand zwischen Yoshi und mir. So, sehr gut. Dann geht's weiter im Geisterpark. Genau, eine genau dieselbe Strecke, wo man wirklich auch sehr oft runterfallen kann. Und wieso rülpst sie schon wieder, Leute? Sorry, sorry, sorry. It's not okay. Und das ist sogar eine coole Strecke, weil ich sie echt mag. Finde ich sogar sehr gut. Ich weiß nicht, ob die remaked wurde. Ich bin mir irgendwie sicher in Mario Kart Wii. Kann das sein? Oder nee, Mario Kart DS, glaube ich. That can be true. Das weiß ich jetzt aber gerade nicht. Dems, dems, dems. Okay. So. Das ist auf jeden Fall eine schwierige Stelle hier. Weil die Viecher euch, also diese Fledermäuse euch da runterkicken wollen. So, komm her, Mario. Komm her, Mario. Komm, mein Panzer ist sehr knackig für dich. Komm, man. Genau, du Wichser. Jetzt hast du es kapiert. Mit mir legt man sich nicht an. Und bei dieser Strecke ist wieder alles normal. Also man sieht die Reihenfolge und so weiter, Leute. Das war nur beim Yoshi-Tal so. Ich weiß jetzt selber nicht, warum. Warum das so war bei der Yoshi, beim Yoshi-Tal. Das weiß ich jetzt nämlich nicht mehr. Och man, ist es nicht cool, dass du sowas da reinpackst. It's not cool. It's not cool. It's not a cool. Okay. So. Aber es ist echt nicht cool, wenn man sowas macht. Also hinter einem normalen Fragezeichen ein umgekehrtes Fragezeichen Box explodieren, das Dingsbums da zu platzieren. Das ist überhaupt nicht cool und ich fick deine fette Mutter. Man! Das ist so eine Scheiße. Man kommt da nicht mehr raus. Das ist so dumm gemacht. Das ist so dumm und scheiße gemacht, Leute. Es ist unglaublich, wie dumm das einfach gemacht ist. Das ist dumm gemacht. Das ist nicht nur dumm gemacht, sondern einfach nur scheiße. Man. So, wir haben jetzt 3 rote Panzer. Die muss ich aber mal einsetzen, Leute. Aber wie denn, wenn die ganze Zeit... Die Leute sind jetzt... Naja. Jetzt nicht wirklich weit entfernt, aber... Ich sehe die ja gar nicht. Wir haben schon wieder 3 rote Panzer. Das heißt, wir haben genug. Dems, dems. Wo seid die Arschis überhaupt? Ich sehe euch nicht. Man. So, komm jetzt her. Och, man. Ich sehe die gar nicht. Ich hoffe, ich bekomme jetzt sowas wie einen Blitz oder sowas. Och, man. Jetzt kriege ich gar kein Item. Ich habe kein Item mitgenommen. Ich Opfer. Hä, was? Hä, was? Warum? Was ist denn los? Naja. Oh! Oh! Yes! Hahaha! Der hat er doch getroffen, ey! Geil! Huan! Der hat mich noch kurz vorm Ziel, wollte mich überholen, aber dann habe ich ihn gefickt, Alter. Gefickt, ey! Bam, bam! You motherfucker! Hast du mich kapiert? Hast du kapiert, dude? It's not cool. Okay, wir sind immer noch Erster. Mit 18 Punkten, Leute. Okay, wir haben 6 Punkte Abstand.
Und jetzt kommt die meistgehasste Strecke aus jedem Mario Kart. Oder besser gesagt, die meistgehasste Strecke in diesem Spiel hier. Aber die wurde cool geremaked in Mario Kart 8. Boah, ich erwähne das Spiel so oft. Aber weil es einfach nur verdammt gut ist, Leute. Ich meine, das wurde hier geil geremaked. Diese Strecke hier. Die wurde ja in drei Abschnitten abgeteilt. Und das ist das Coolste dran. Weil eine Runde hier ist, glaube ich, in 2-3 Minuten lang. Ich weiß gar nicht mehr. Die müsste eigentlich verdammt lang gewesen sein. Und das ist ja das Scheiße dran. An dieser Strecke hier zum Beispiel. Das finde ich aber mit Mario Kart 8 gut gelöst in drei Abschnitten. Also sehr gut sogar. Macht auf jeden Fall mehr Spaß, auf Mario Kart 8 diese Strecke hier zu fahren. Weil man nicht immer wieder zurück muss und dann wieder dieselbe Scheiße durchziehen muss. Und diese Musik ist einfach so geil und göttlich. Und ich mag diese Musik wirklich sehr. Dums, dums. Und in Mario Kart 8 ist es auch viel cooler zu fahren, weil da ist es halt ein bisschen schneller. Und es ist das Coolste dran, also man sieht hier wirklich alle Charaktere so aufgeblendet in Sternenform. Das ist sehr cool sogar gemacht. Das finde ich super gemacht, also Leute, das ist so geil, also Respekt an Burger, an diese Entwickler. Pissig, du Arsch. Aber jetzt gibt es noch einmal auf die Fresse, oder Junge. Ich will erstmal klein werden. Nee, ich will erstmal groß werden, Leute. So, ich kann einen grünen Panzer leider nicht nach unten. Ich kann einen roten Panzer nicht nach hinten, glaube ich, werfen. Oder kann man das? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Und Wario, unser alter Kumpel, ist jetzt zu sehen gewesen. Den wir gerade fahren, Leute. Bams, genau. Du kriegst jetzt meine Banane in die Fresse, du Spassi. So, ihr seht, das ist eine verdammt lange Strecke. Wir sind immer noch nicht im Ziel. Und das wird auch erstmal. Okay, es wird erstmal noch ein bisschen dauern, bis wir die erste Runde jetzt geschafft haben. Wir haben jetzt ungefähr 2 Minuten jetzt schon gefahren. Und das war nicht mal eine Runde. Ihr seht schon, diese Strecke wurde wirklich in die Länge gezogen. Wie sie eigentlich nicht sein sollte. Naja, ist völlig egal. Oh man, es kratzt mich am Arsch. Nee, also ich glaube, diese Strecke wird ungefähr 7 Minuten dauern. Ungefähr. Es kann auch sein, dass sie ein bisschen länger dauert. Oder ein bisschen kürzer. Wir wissen ja nie. Man weiß nie, Leute. Also, man sollte immer wissen. Also, man sollte immer was im Hinterrücken haben. Oder was anderes schätzen. Also, ich weiß jetzt nicht. Ich denke mal, es wird auf jeden Fall 7 Minuten lang werden, diese Strecke. Peach ist mal geil. Und jetzt erstmal schön einen Panzerschutz benutzen. Also, wie findet ihr diese Strecke eigentlich? Die ist eigentlich arg enttäuschend, aber die ist eigentlich richtig geil. Also, diese Strecke ist wirklich gut im Mario Kart 64 Style. Aber, ja. Aber was jetzt mit heute vergleicht, ist es jetzt nichts mehr Besonderes mehr. Also, zur damaligen Zeit war das noch richtig besonders. Also, ich weiß, dass man das noch gefeiert hat. Das in diese Strecke hier. Aber jetzt ist es leider nicht mehr so. Ist leider nun mal so. Ich meine, jedes Mario Kart ist einfach viel geil aufgebaut. Vor allem Mario Kart 8. Oh, ich mache schon wieder Werbung für dieses Spiel. Aber das ist so geil. Vor allem bei Mario Kart 8 sieht einfach alles episch aus. Also jede Strecke ist dann wirklich gut geremaked worden. Und auch gemacht worden. Also mit viel Hintergrundinfo. Aber ich habe sowieso von der Mario Kart nichts anderes erwartet, weil es einfach so geil ist. Also die geilste Reihe auf jeden Fall aus dem Nintendo-Universum. Weil die Leute von Nintendo wissen, wie man das macht. So fick dich, du Arsch. Und jede Reihe von Mario ist natürlich geil. Außer die Mario Golf-Reihe, weil es nicht mein Sport ist, Leute. So dumm, jetzt möchte ich ein Item haben und Scheiß gewinnen und fick dich, du Hurensohn. Wieso bekomme ich eine Scheiß-Banane, wenn ich Dritter bin? Sonst bekomme ich immer mit Zweiter einen Königspilz. So verpiss dich, du Arsch. Genau. Ja, du klebst wie Wattekleber. Ey, du bist ein Patex-Kleber. So, man. Oh, du blitzt mit zwei. Da seht ihr. Seht ihr, Leute. Das ist das Coole. Jetzt will ich dich mal überfahren. Komm her, Bro. Ach, scheiß drauf. Dann hauen wir einfach mal schnell ab und holen unseren Vorsprung, den wir wirklich verdient haben. Okay, Leute.
Das war's gleich mit dieser Strecke. Dance, dance. Okay. Man. Okay, Leute. Also auf jeden Fall ist das ziemlich cool gemacht hier. Also ich finde es sehr cool. Diese Strecke ist einfach nur so geil. Ich mag diese Strecke einfach richtig sehr. Verpiss dich bitte, Mario. Bitte verpiss dich, Mario. Verpiss dich, habe ich gesagt. Oh, verpiss dich, habe ich gesagt. Ich möchte dich jetzt erstmal überholen, du Arsch. Verpiss dich. Boah, diese Banane ausstrecken, damit Luigi nicht hinterherkommt, dieser Arsch. Wobei, der rutscht, ja. Er ist von meiner Banane runtergerutscht. Also das kann man auch zweideutig verstehen. Er ist von meiner Banane ausgerutscht. So, jetzt müssen wir den Pilz benutzen und der ist genauso schnell, glaube ich, jetzt wie ich. Seht ihr, Leute, das bringt nichts. Pilz bringt mir nichts. Weil die werden sofort, also sie gehen dann sofort hinterher. Dann sind sie genauso schnell wie ich. Und ihr seht, Leute, dieser Part wird wirklich in die Länge gezogen wegen dieser Strecke hier. Oh man, jetzt kratzt es mich. Es kratzt mich. Und diese Kettenhunde sind cool, weil sie eine innovative Idee war. Das finde ich immer noch cool, Leute. Es ist sehr cool. Aber in Mario Kart 8 ist sie natürlich viel, viel besser geremaked worden. Bessere Grafik, macht auch mehr Spaß. Weil sie nicht so sehr in die Länge gezogen wurde. Ihr seht, also auch die neuen Spiele können auch gut sein. Ihr müsst nicht immer sagen, ja, die Vergangenheit ist immer besser. Wir können auch mal mit der Gegenwart leben, Leute. Oder mit der Zukunft. Das ist kein Problem, Leute. Ich bin ja auch so ein Zukunftsmensch. Ich spiele auch die alten Spiele, Leute. Es ist kein Problem, wenn man die auch spielt. Die sind nämlich auch cool. Aber die neuen Spiele sind auch cool, Leute. Okay, manche sind cool, aber manche nicht unbedingt. Oh, warte mal, wo bist du, Luigi? Ich sehe dich gerade nämlich nicht. Oh man, it's not cool, dass du jetzt vor mir bist. So, komm her. Muss ich dich nur einmal treffen, du Arsch. Dann kriegst du auf die Fresse. Oh, geil! Jetzt bin ich gleich im Ziel, komm. Jetzt muss ich nur Erster werden, Leute. Dann habe ich es geschafft. Dann habe ich es geschafft, Leute. So, okay. Das benutze ich noch und der kriegt auf die Fresse und wird hoffentlich Dritter. Nein, wurde er nicht. Und Armagon, aber auch, hat er gesagt. Irgendwas, ich habe es nicht verstanden, weil ich dazwischen gelabert habe. Oh, so, Leute, das war's mit diesem 100cc-Modus. Auf jeden Fall eine richtig lange Strecke. Naja, wir haben es endlich durch. Also wir haben es endlich jetzt hinter uns, diese Strecke hier. Auf jeden Fall auf dem 150cc Modus werden wir dieser Strecke nochmal begegnen, aber es ist völlig egal. Also, I don't care. I love it. I don't care. I love it. I'm first number one. I'm number one, bitch. Ein Goodfella. Ich bleibe Goodfella wie Pablo Escobar. Dums, 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 dums. Wario gewinnt den Pokal, dieser Fettsack. Tick, tick, du kleiner Schmuck, du Hurensohn, ich bang. Nein, scheiße, nein. Hör damit doch mal auf. So, Leute, welches Reloaded muss ich dann noch machen? Ich glaube, ich mache auch im Super Mario Bros. Reloaded. Also nur das normale Super Mario Bros. Super Mario Bros. 2, Super Mario Bros. 3 sind denn noch okay. Also die sind ja sehr okay sogar. Der Rest wird nicht mehr reloaded, Leute. Super Mario Bros. Wird noch vielleicht noch reloaded. Also ich bin mir wahrscheinlich sicher, dass ich das reloaden werde. Ist ja kein langes Spiel jetzt. Wo man sich entscheiden sollte. Dumps, da dumps, dumps, dumps. Und wo kann man denn noch reloaded machen? GTA Vice City, da bin ich mir auf jeden Fall sicher, dass ich das reloade, weil es wirklich scheiße war. Und wo ich noch sicher bin, Rayman 2, The Great Escape. Aber es wird ein bisschen dauern, bis ich das reloaden kann. So, das war's auf jeden Fall mit diesem Let's Play, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, dann nicht. Ist mir völlig egal. Auf jeden Fall, das war's mit diesem Kart. Nicht mit diesem Let's Play, was lab ich da? Es war es mit diesem Part, meine ich. Es gibt dann weiter im nächsten Part mit dem 150cc-Modus. Das spielen wir mit Bowser. Wir legen wieder Gewicht auf die Tonnen. Und dann geht's weiter mit dem Mushroom Cup. Haut rein. Ciao.